Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 2 in der Pixel Remaster Edition. Ich öffne diese Kiste, weil die haben wir letztens, eine Wehrkeule, das ist ja schön, die haben wir letztens durch einen quasi Geheimgang gefunden. Was bringt die Wehrkeule? Ist die gut? Ist die schlecht? Wo ist die überhaupt? Ich sehe sie nicht. Hä? Moment. Ah, okay, die ist irgendwo weiter oben. Wehrkeule, da haben wir eh schon zwei. Eine mit Spitzen versehene Keule, die effektiv gegen Bestien ist. Oh mein Gott, Bestien. So, schauen wir mal. Optimieren. Was? Ein Bogen. Du wirst mich doch verarschen. Wieso soll der einen Bogen verwenden? Nee, du verwendest sicherlich keinen Bogen. So, sind die jetzt sortiert hier nach irgendwas Gutem? Magiestab und Stilett. Ja, Attacke plus 40. Haben wir sonst irgendwo noch was? Nee, das. Okay, die sind nach Attacke sortiert. Okay, gut. Ja, ich muss mit Optimieren aufpassen, weil da wollen die mir echt den Bogen reinhauen. Ich mach doch keinen. Also, ich nehme. Bitte. Die nehmen doch keinen Bogen. So, oh, ein Kampf! So. Welches Level hat dein Schutz? Weiß man das irgendwo, ne? Immer noch Level 4 oder 3 sogar noch. Na, Stufe 4 sogar schon. Okay. Na, ja, toll. So. Gut, dann einmal dadurch. Autobattle an. Oh, ein Hirni. Und ein Parasit. Ein toter Parasit natürlich. So. Okay. Dann haben wir da rechts noch Kisten. Und da rechts muss eigentlich auch irgendwo ein Geheimgang durchgehen. Weil es gibt so viele Geheimgänge in diesem Schloss. Dann glaube ich doch, dass im Erdgeschoss wahrscheinlich irgendwo ein Geheimgang sein tun wird. Na toll, jetzt ist Layla schon wieder verwirrt. Ist immer ganz gefährlich, wenn Layla verwirrt ist, weil die doch recht gut zuschlägt. Oh, Maria ist auch verwirrt. Das ist ja, das wird ja immer besser. Oh, warum ist... Hä? Warum sind die jetzt alle auf Angriff? Achso, weil die vorher verwirrt waren, ne? Ja, okay. Alles gut, verstehe schon. Oh, Layla hat sich selbst getötet. Aber sie steht noch. Jetzt liegt sie. Okay. Das war jetzt äußerst dubios. So. Einmal mit Engel wiederbeleben. So, ein Engel ist fast Stufe 2. Das ist schön. Komm, dann machst du mal Vita. Damit Vita auch ein bisschen steigt. So, und wichtig, merken, dass ich... Eine Falle, okay. Oh, das sind richtig viele. So, Flair, dann einmal hier Schutz auf alle und hier Angriff und Angriff. Eine süße Narkoratte. So, und ich merke Geist beim Trident echt ganz schlecht. Also bei dem kleinen Messer, die Stufe des kleinen Messers ist ganz schlecht bei ihm. Gut, wobei, ja, geht eigentlich. So, eine Potion erhalten, die ich nicht tragen kann. Habe ich nicht mal gesagt, ich will von keinem Item 99 haben. So, kann ich die jetzt nehmen? Sie ist leer. Oh, das ist eine Freude. Super. Jetzt habe ich die Potion verschenkt. So, jetzt schau mal, wo da der... Okay, da ist der Geheimgang, sehr schön. Toll, jetzt habe ich echt Potions verschenkt. Wahrscheinlich voll viele. Wahrscheinlich habe ich im Kampf auch schon öfter welche bekommen, die ich nicht mitnehmen konnte. Naja, was soll's. Okay, Geist bei den Messern aufgestiegen. Riesenhandschuhe, die könnten vielleicht besser sein, genau. Riesenhandschuhe und du bekommst die Diebeshandschuhe. Okay. So. Ansonsten, Moment, was ist da jetzt hier? Vielleicht geht's da. Hätte auch ein Geheimgang sein können. Dieses Schloss der Illusionen, ne? Jetzt will ich aber fast nochmal ins Erdgeschoss gehen und gucken, ob ich da irgendwo doch noch einen Geheimgang finde.
Auch wenn jeder Schritt hier bestraft wird mit Zwischengegnern, möchte ich das trotzdem versuchen. Wobei ich ja eher wirklich glaube, dass das... Aber hier gibt es ja auch keinen Weg nach unten, oder? Irgendwie, ich weiß nicht. Das ist ganz komisch. Weil eigentlich, wenn ich in die Ebene drunter schaue, dann gibt es da so einen Gang von unten. Ja. Ah, Flair ist aufgestiegen. Oder kann ich hier kartenmäßig? Nee, da ist sonst nichts. Ist da vielleicht ein Geheimgang, geheime Tür irgendwie nach unten oder so? Nö. Jeder Schritt ein Treffer. Also gegnermäßig. Flair Stufe 6. Und? Ja, es wird stärker. Toll. Layla ist wieder mal verwirrt. Aber jetzt nicht mehr. Das ist schön. Einmal von einem Flammenzauber getroffen, sind wir nicht mehr verwirrt. Super. Nein, Maria ist verwirrt. Das war wichtig bei Maria nachher dann. Alter, die macht sich selbst so viel Damage. So, gut. Ah, Schutz hat die nächste Stufe erreicht. Okay, sehr schön. Gut, ja, wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal nach unten, weil ich will jetzt wirklich hier rechts schauen, ob ich da nicht irgendwie rein kann. So, Cloud Flare, das passt. Und Maria, jetzt hat Schutz und Protest Stufe 5. Da machen wir noch Blink, hätte ich gesagt. Machen wir jetzt auch noch auf Stufe 5. So, dann haben wir da wirklich schön trainiert. Nee, also da nicht. Ja, die Frage ist halt echt, oder kann ich da von außen vom Schloss irgendwo ran? Hm. Ich meine, die Vermutung liegt nahe, dass ich da wirklich dann außen rum kann. Ich wüsste nicht, wo ich da sonst hin soll. Hm, da vielleicht irgendwas? Nee. Da fehlt eine Kiste. Das sollte eine dritte Kiste sein, der Symmetrie wegen. Blink, Stufe 3, sehr schön. So, und ich glaube, Guy wird uns jetzt mit seinen Vita-Heilkräften heilen. Ja, da fehlt eine Kiste. Symmetrie technischer Natur. So, Guy, bitte einmal Vita auf alle, bis wir voll sind. Vita auf alle, bis wir voll sind. So, passt sehr schön. Gut, aber ich glaube, da ist nichts. Ja, dann werden wir gucken, ob wir dann wirklich vielleicht irgendwann, wenn wir da runterkommen, wahrscheinlich... Ja, irgendwie kommen wir da sicher rein. Ich bin mir fast sicher, dass wir da irgendwann irgendwie reinkommen. Ein Hinterhalt, oh mein Gott. Steinern? Oh, das ist ja sehr nett. Nicht. Du willst mir jetzt sagen, dass natürlich Stein bleibt. Okay. Ich vermute mal, Medica, ja, kann Stein nicht auflösen. Das bedeutet, ich muss Medica jetzt auch noch ein bisschen trainieren. Ja, toll. Aber jetzt erstmal Schutz trainieren, ja. So. Boah, ich hoffe so, dass Flair dann so richtig unbesiegbar stark wird auf der letzten höchsten Stufe. Ich mach mal kurz ein Zwischenspeicherungsding, einfach nur zwecks der Sicherheit, ihr wisst, wie das läuft. So, nächstes Stockwerk. Ah ja, jetzt sind wir da. Und da ist ein Thronsaal. Ich habe Bedenken. Aber wenn da ein Thronsaal ist, wie komme ich dann in... Das ist jetzt... Jetzt bin ich verwirrt. Da fehlen mir ja noch voll viel Sachen dann. Hm.
Hört auf zu saugen, Leute. Das klingt voll falsch, ich weiß. So. Gut, das hätten wir. Ah ja, der eine ist wieder sehr stark. Das passt ganz gut so. So, okay, Blindstufe 3 wieder. So, Messer und Schwert ist gestiegen. Kommen dann einmal ein bisschen... Nee, es darf wieder... Obwohl Guy sollte jetzt auch nicht seine ganzen MP verbraten. Dann machen wir lieber mal hier. Ja. Hallo, Freund. Ich stelle mich vor dich hin und schnell speichere. Rebellen, wo sind meine Soldaten? Oh, ihr hinterhältiges Ungeziefer, ihr sollt verrecken! Was? Ja, der sieht ein bisschen böse aus. So einmal Berserker auf uns alle, dann einmal Protes auf uns alle, dann nochmal Berserker auf uns alle und hier... Ah, der hätte auch nochmal, ja, machen wir auch nochmal Berserker. Ich glaube nicht, dass Gotus jetzt ein großes Problem ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wer weiß. Besser ein paar Mal Berserker zaubern als sterben, ne? Mein Berserker ist jetzt... eigentlich nur für physikalische Angriffe sehr gut. So, dann einmal Schutz. Machen wir ein bisschen Auto-Battle. So, und Auto-Battle aus, weil jetzt machen wir nochmal Blink. Oh, hast Stufe 6, das ist nicht schön. So, und einmal Blink noch und... Oh ja, gut, okay. Hauptsache, wir haben uns voll gebufft. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich manchmal das Gefühl habe, das Spiel ist kaputt? Der Befehlshaber wurde bezwungen! Sehr schön. Was bringt uns das? Kehrt jetzt wieder Frieden ein. Oh, schön. Endlich haben wir unseren Thron zurückerobert. Ich bin euch allen zutiefst dankbar. Ohne euch hätten wir diese Tat nicht vollbringen können. Ah ja, okay, so läuft das. Das ist ja schön. Endlich haben wir unseren Thron zurückgeholt. Ich bin euch alle zutiefst dankbar, aber ich mache mir Sorgen um Min Yu. Er brach nach Mysidia auf, doch schon lange haben wir nichts mehr von ihm gehört. Mir blutet das Herz, euch unmittelbar nach dieser erfolgreichen Schlacht wieder fortschicken zu müssen. Aber brech bitte nach Mysidia auf. Wo ist Mysidia? Mysidia ist das Land der Magier. Ohne ihre magische Hilfe wird es uns nicht gelingen, den Imperator zu entmachten. Ich hörte einst von einem ultimativen Zauber, der im Turm von Mysidia aufbewahrt werden soll. Um den Zauber zu erlangen, bedarf es angeblich zweier Masken. Ja gut, dann lernen wir Masken auch nochmal. In den unterirdischen Gewölben dieses Schlosses befindet sich die weiße Maske. Um die Gewölbe zu betreten zu können, muss ein alter Zauber gesprochen werden. Ekumet Teroetz. Okay. Ja, lernen wir auch nochmal. So, jetzt haben wir aber dann ganz viel schon gelernt. Leider ist mir nicht bekannt, wo der Eingang zu den unterirdischen Gewölben ist. Das ist sehr schade. Es ist einzig euer Verdienst, dass wir das Schloss zurückerobern konnten. Doch ich mache mir auch Sorgen um unseren Weißmagier Min Yu. Würdet ihr nach Mysidia reisen? Ja, es ist okay. Prinzessin Hilda wird sich besser mit den Gemälden dieses Schlosses auskennen. Doch wenn nicht einmal Prinzessin Hilda... Wartet, Paul, als selbsternannter Meisterdieb kann er vielleicht helfen. Ah, okay. So, jetzt ist die Frage. Also du willst mir jetzt sagen, dass wir hier auf jeden Fall noch irgendwo in die Tiefen runter können. Oh, nichts Besonderes zu erkennen. Ah, es ist ein Loch in der Wand. Es ist eine geheime Tür. Sehr schön. Jetzt haben wir... Ja, soll ich das? Soll ich das machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich schnell speichere mal kurz. Ich bin mir nicht sicher. Erster Stock. Ah ja, Erdgeschoss. Oh, ich bin ein Trottel. Das wollte ich nicht. Das wollte ich bei Gott nicht eigentlich. Das war jetzt doof. So, wir speichern trotzdem. Und nein, nicht in die Stadt. Obwohl jetzt... Ah, jetzt könnten wir in der Stadt wahrscheinlich wieder shoppen, oder? Ja!
Die Leute sind wieder da. Komm, dann shoppen wir mal ganz kurz. Herzlich willkommen. Übernachten und so? Ja. Juhei. Ich finde das so toll, dass ich hier... Vielen Dank. Ohne euch hätten wir die feindlichen Soldaten niemals in die Flucht geschlagen, dass sich hier die Städte auch ändern. Ihr habt das für den großen Macke erledigt. Ihr seid klasse. Wie schön, dass ich wieder hier wohnen kann. Finn ist wieder unser. Stolz werden wir die Flagge der Wildrose hissen, damit auch alle Herrenländer davon erfahren. Ja? Was verkauft der Zauberer Schönes? Herzlich willkommen. Ich habe ganz tolle Sachen. So, okay. Anti-Z klingt gut. Wicht. Ja, klingt auch gut. Nebel klingt auch gut. Und Gemach klingt auch gut. Ja, weil... das sind eher so jetzt Angriffszauber für einen Weißmagier. So, Maria. 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 Und Gemach auch Maria. So, sehr schön. Sollten wir ein bisschen trainieren auch natürlich. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, was gibt's denn sonst noch hier Schönes in der Stadt? Ein Wohnhaus. Wer bist du? Ah, da ist Paul. Hallöchen, wie geht's denn? Was verschafft mir die Ehre? Ecometeris. Er sucht also die geheime Tür, die euch ins dunkle Kellergewölbe führt. Und wozu? Um eine weiße Maske zu holen, hört sich zu ordinär, dass es was Kostbares sein könnte. Also, es gibt einen geheimen Durchgang in der rechten hinteren Ecke des Thronsaals. Seid ihr unter die Sammler gegangen? Na toll. Ja, das habe ich selber rausgefunden. Aber danke, Paul, dass du mir es nochmal bestätigt hast. Gibt's hier? Oh, hier gibt's Items. Es gibt hier Schatztruhen. Wo gibt's hier Schatztruhen? Das ist gut, wenn Schatztruhen... Ah, nichts Besonderes zu erkennen. Ein Wei... Guck dir das mal an. So, okay. Maske. Mysidia. Kennt er alles nicht? Okay. Drachenzahn. Freyas Glocke vielleicht? Nö, okay. Aber da unten ist ein Geheimgang. Das müssen wir uns merken. Ja, da finden wir wahrscheinlich dann ganz viele tolle Kisten und so Sachen. So, das ist... Ist das die... Okay, das ist der Tempel. Aber ich hoffe nur, dass in diesem Tempel nicht irgendwann mal was drin ist zu finden. Das werden wir niemals finden. Vergesst nicht, dass mir eine nicht ganz unwichtige Rolle bei der Rückeroberung vom Finn zukam. Ja, ist okay. Wir haben die Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Sobald Meister Minyu aus Mysidia zurückgekehrt ist, wird die letzte alles entscheidende Schlacht ausgefochten werden. Ja, ist okay. Also nee, komm, Rüstung brauchen wir nicht. Schon bei Paul gewesen, der war völlig aus den Häuschen, als er wieder nach Hause konnte. Er hat bestimmt jede Menge Schätze im Haus versteckt. Ja, hat er. Ich muss aber die, ja... Meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht geglaubt, zu Lebzeiten wieder in meine Heimatstadt zurückkehren zu können. Ja, doch. Haben wir gut gemacht, ne? So, herzlich willkommen. Wir kaufen ein paar High Potions. Wie viel haben wir von denen? Ja, komm, machen wir so. Augentropfen, das passt. So. Da brauchen wir eigentlich... Ja gut, wir könnten... ein paar Jungfernküsse kaufen. Und hier Phönixfeder machen wir eine Hütten. Okay, wir haben, ja komm, wir haben genügend Zeug. Alles gut, alles gut. So. Aber wo sind hier Kisten? Ich möchte hier mehr Kisten looten. Jetzt gucken wir nochmal ins Pub, ob die vielleicht was haben. Ich finde das so schön, dass sich die Städte hier verändern, je nach Spielerfolg. Oh, das Pub ist ja immer noch komplett leer. Was ist denn da los? Will keiner das Pub leiten? Offensichtlich nicht. Hm. Das ist natürlich sehr schade. Gut. Aber jetzt haben wir natürlich eins voll vergeigt, ja. Nämlich nochmal rein ins Schloss. Jetzt müssen wir da nochmal ganz nach oben. Oh, Wachen. Ihr seid die Besten. Juhu, Finn ist wieder unser. Die Stadt Mysidia soll es zahlreiche Dokumente und Schriften aus längst vergangenen Tagen geben. Gerüchten zufolge bergen die unterirdischen Gewölbe des Schlosses ein Geheimnis, das mit dem Turm von Mysidia zu tun hat. Prinzessin Hilda und Prinz Gordon erwarten euch im Thronsaal. Was ist in Mysidia nur mit Meister Minyu passiert? Es sieht ihm nicht ähnlich, solange keinen Rapport zu erstatten. Ja, das... Gott, hier sind auch noch so viele Leute. Guck mal. Kapitulation ist keine Alternative. Wir kämpfen bis zum letzten Mann. Ihr befindet euch im ersten Stock. Oh, danke, dass du mir das sagst. Bist fast so wie ein Liftjunge, oder? Prinz Gordon erwartet euch bereits. Die Treppe führen zum Thronsaal. Ja. Die Stimme überschlagt sich vor lauter Freude. So, gibt's hier einen Geheimgang? Ja, kein Geheimgang, okay. Ich guck mich mal ein bisschen um. Vielleicht gibt's hier irgendwo noch geheimere Geheimgänge als der eine. Ja.
Aber offensichtlich ja nicht. Nö, gut. Also dann, nochmal in die Tiefe. So, und diesmal aber aufpassen, dass wir nicht rauslaufen, weil ich möchte eigentlich nur hier... Ja, genau. Oh, ihr habt freie Wahl, bedient euch, das ist schön. So, aber was wir hinter dieser Tür finden, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, tschüss Leute.